So, da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 16. Karriere, genau. Und wir spielen jetzt gleich gegen Hannover 96. Vorher können wir mal ein bisschen Training machen. Ne, können wir nicht. Können wir doch nicht, oder was? Oh, wer möchte uns denn als Nationaltrainer verpflichten? Australien, ach guck mal. Nein, danke. Uruguay möchten wir auch nicht. Tut mich sorry. 22,5 Millionen für Thorgan Hazard. Aha. Naja. Heben wir mal auf. Die Nachricht. Das andere hier können wir alles killen. Wobei, ist da vielleicht Dings dabei? Luke Shaw? Der wurde nämlich in den Kommentaren vorgeschlagen. Angelino. Ja, wir haben Ake auf der Position, das ist okay. Was ist, wie sieht es mit ihm aus? Thierry Ambrose. Neu. Beobachte den mal. Tony, wat? 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 Luke Shaw, da haben wir ihn. Aber wir haben ja eigentlich einen Linksverteidiger. Kann der auch Innenverteidigung spielen? Huch, was mache ich denn? Eric Lamela. Wir bräuchten halt echt mal einen Stürmer. Das ist es halt. Wir brauchen keine Mittelfeld und keine... Also Abwehrspieler schon, aber eigentlich mehr Innenverteidigung. Wir könnten aber mal... Das haben wir auch so viel gefordert. Hier, Talente. Nachwuchsmannschaft. Scout anheuern. Wir machen mal einen Scout für die Talentmannschaft. Und da hauen wir gleich mal ordentlich einen raus. Hier. Ridwan Brät. Der brät dir eine. Scout verfügbar. So, machen wir gleich mal zwei Talentscouts. Hier, gleich mal zwei dicke Talentscouts. Parts. Wir haben momentan keine Spieler in der Jugendschule unseres Vereins, okay. Hat eigentlich schon jemand seinen Trainer? Ach, guck mal, man kann sogar Eintracht Frankfurt nehmen hier. Ja, das wäre natürlich was, ne? Das wäre mal eine geile Sache, wenn wir das jetzt machen würden. Oder dann quasi die Eintracht wieder zurück zur alter Stärke holen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir sind ja glücklich hier bei Dortmund. Auch wenn es mir in der Seele wehtut. Was nicht nur virtuell mit Frankfurt passiert, sondern auch in echt. Aber hey. Lebe geht weiter. So, wir spielen zu Hause gegen Hannover. Ist natürlich für uns ein Spiel, was wir ganz klar gewinnen müssen. Das versteht sich von selbst. So, pass mal auf. Hier lassen wir wieder Kagawa spielen. Einfach, weil der das gut gemacht hat. So, Thielemanns nehmen wir auch noch mit. So. Ansonsten bleiben wir so stehen, wie wir stehen. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Warum hat Saar jetzt eigentlich eine Minusform? Nur wegen dem Eigentor? Das war für mich eigentlich nicht mal ein richtiges Eigentor. Aber gut, was willst du machen, ne? Was willst du machen? So. Und auf geht's. Gegen Hannover 96. Hier im Signal Iduna Park. Alias Westfalenstadion. Alias, keine Ahnung. Stadion der Freundschaft. Kennt ihr das noch? Cottbus. Das Stadion der Freundschaft. Und die Hannover-Fans sind gut drauf. Das ist unsere Aufstellung. Ist eigentlich fast die gleiche Aufstellung wie gegen Besiktas. Aber auch nur fast. Aber auch nur fast. Spieler im Fokus ist Freddy Montero. Oder Freddy Montero. Hat zwei Tore im letzten Spiel geschossen. Oh, oh. Aufboschen, das sind Querjammer. Da haben wir ihn. So, auf geht's. Dortmund gegen Hannover in der Liga. Und wie gesagt, drei wichtige Punkte müssen her. Die Bayern sind Erster, Gladbach ist vor uns. Da wollen wir natürlich einschreiten, das geht natürlich so nicht. Ezekiel direkt mal mit einem Fehler, mit einem Ballverlust und Dybala ist schnell, aber nicht schnell genug. Marcelo macht das super. Castro mit dem Ballgewinn. Castro! Reus. Reus macht das stark. Reus! Boah. Gut gemacht. Erste Chance für Borussia Dortmund. Ratlinger im Tor. Der alte Ratlinger. Weigel gewinnt den Kopfball. Das Kopfballduell, aber dann
passt zum Gegner, aber wir sind schon wieder in die andere Richtung unterwegs. Schmelzer. Dybala. Und... Uiuiuiui. Marcelo geht da ordentlich zu Werke. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Dybala liegt immer noch da. An sich keine schlechte Idee von Weigl, aber der Passweg war zu. Ich glaube, es war mit viel Glück tatsächlich noch Ball gespielt. Von Marcelo, aber es war an der Grenze, sagen wir es mal so. Dorfridi Montero. Albornoz. Marvin Saar ist da, der Alias, der eigentlich Marvin heißt. Nee, der eigentlich Marian heißt, so. Nicht Marvin. Hatten wir ja erst das Thema, ne? Sehr gut gemacht. Kagawa und Platz für Gonzalo Castro. Schön gemacht. Castro. Und Reus. Das muss das 1-0 sein. Das ist das 1-0. Marco Reus. Sehr schön. Perfekt gespielt. Das ist perfekt gespielt. Genau so muss es sein. Hammer. Batz. Sehr, sehr schön. Uff da. So. Schmelzer. Es geht direkt weiter. Ah, Schmelzer. Ich hätte Ake auch reinmachen müssen, ne? Kake. Dybala und Reus wieder. Ah, Ballverlust. Ey. Ganz locker bleiben, du. Ganz locker bleiben. So, André Asen. Hui. Vorsicht. Der Sané jetzt aber nicht gesehen, du. Sané. Und Oliver Sorg. Sorglos. In die Altersteilzeit. Mit der hannoverschen Leben. Montero. Flagge ist gut. Aber Ginter ist da. Kagawa. Weigl. Und Dybala und Kagawa. Ah. Kacke. Achtung. Schürzk. Schön. Vegetarian macht das clever. Und nimmt Dorn mit. Irgendeiner ist da vorne gerade ins Abseits gelaufen. War nicht so geil, aber das war schön gespielt. Dorn. Ah, Idee war wieder gut. Ausführung eher weniger. Ah, eigentlich wollte ich mit dem Sprint an dem Spieler vorbeiziehen gerade. Hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Es gibt Freistoß für Hannover. Ah, weiß ich nicht. Kann man den geben? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ah, schön gemacht, Kagawa. Kein Foul. Und Reus da oben wieder. Reus! Schade. Stark. Ah, aber dann Fehlpass. Saar kriegt das auch nicht mal ausgebügelt. Und das ist Montero. Nee, vergiss es. Na. Ah. Schmelzer, Achtung! Schön! Aber gut gespielt von Hannover. Hier sehen wir es. Ja. Das war gut. Flanke. Reus ist da. Und Dybala. Schick Castro. Konter. Und Mkhitaryan. Kriegt das Bällchen. Ah, zu lange gewartet. Nein. Ich musste aber so lange warten. Bis sich Dybala da oben wieder freigespielt hat. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Achtung. Ginter. Was? Oh, come on. Ja. Ich glaube, das kann man geben. Freistoß. Freddy Montero. Albornoz steht da auch noch. Montero. Ne.
Forget about it. Roots don't stop me. Forget about it. Weigel. Ah, und Durm. Oh, Mkhitaryan. Ah! Ah! Der Pass war wieder gut. Die Idee war auch gut. Castro. Mkhitaryan. Weigel. Und Kagawa. Mit dem Kopf. Boah. Huch. Was war das denn? Also faul war es nicht. Keine Angst. Alles gut. Ui. Schöner Pass. Montero. Schmelzer ist da. Ah, der macht das gut. Und Castro. Ah. In den Rücken von Dybala. Weigel. Weigel. Oh, Sorg macht das schön. Schön durchgesetzt. Ja, aber laufen lassen dürfte er den jetzt nicht da oben. Saar muss er dicht machen. Alles gut. Und Mkhitaryan. Und der Konter läuft. Kein Abseits. Weigel. Weigel! Ah, nein! Holla! Was war das denn? Alter Schwede. Knappe Kiste. Aber es steht 1-0 vor uns durch das Tor von Marco Reus. Alles gut. Das sieht gut aus. Muss man schon sagen. Er ist perfekt. Also weitermachen. Werden wir da auf jeden Fall noch viel, viel Späßchen haben. In der zweiten Halbzeit. Jeder Schuss nochmal von Reus, der war schön. Aber leider ohne Erfolg. So. Wir müssen noch ein bisschen auswechseln. Ein bisschen tauschen. Tielemans bringen wir mal rein. Dann Timo Werner bringen wir mal rein. Für Kagawa und... Aber gucken. Vielleicht tauschen wir die Baller gleich noch aus oder so. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Mal gucken, wie wir das machen. Jetzt erstmal Kagawa und Castro raus und Tielemans sowie Werner rein. Die sind schon relativ fertig und es gab ja auch Champions League und so. Da kann man euch noch ein bisschen Pause und schonen. Mkhitaryan. Werner. Durch die Mitte. Ah. Und Saar. Und Mkhitaryan. Auf Erik Durm. Kriegt das Ding noch? Die Baller! Oh, Eckball, ne? Oder? Jo. Kurze Variante, Reus. Werner. Reus. Reus! Ah, einer zu viel. Kacke. Das war einmal einer zu viel. So, Tielemans geht da hinterher. Boah, Montero ist aber sauschnell. Tielemans hilft sich aber ein bisschen. Mit einem Trikotzupferle. Ach du Scheiße. Oh. Ja, da sah Roman Bürki jetzt aber auch gerade gut aus, oder? Oh Gott, nee. Oh nee. Oh. Wir müssen im nächsten Spiel ran. Oh, gegen Eintracht Frankfurt, Alter. Ernsthaft? Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Will ich gar nicht. Könnt ihr nicht überspringen, das Spiel? Tielemans. Ja komm, Mkhitaryan, geh. Schön. Foulspiel. Ja. Ah, es war clever gemacht von Mkhitaryan. Flanke kommt. Die ist gut. Tielemans! Oh. Ah. Schade. Weil ich sage, die Hannover-Fans, die machen gut Stimmung. Hannover muss als nächstes gegen Freiburg ran. Aha. Pass für Marco Reus. Flankeversuch. Flankenversuch unterbunden. Oh, das ist gut gespielt. Nur ohne Erfolg. So, Erik Durm.
Ganz unten ist Marco Reus. Ja. Oh. Kacke. So, wieder kurze Variante, komm. Reus kommt. Schön. Tielemans. Tielemans. Das Tielemenschen, ey. Schade. Ah, versucht zu unterbinden. Klaus geht da durch. Wie Butter. Ginter geht hinterher, kommt aber nicht dran. Flank ist gut. Saar ist da. Aber es gibt Abstoß. Kopfballversuch von Montero. No chance in hell. You got no chance. Marvin Saar mit dem Fehler. Und das Tor. Das ist halt die Geschichte, weißt du? Marvin Saar ist ein guter Verteidiger. Aber wenn es ums Passen geht, das ist nicht so seins. Ich habe eigentlich, als ich den Haken gemacht habe, habe ich eigentlich Pass gedrückt nach oben. Verstehst du? Ich wollte eigentlich gar keinen Haken machen. Ezekiel übrigens mit dem Tor. Ich wollte keinen Haken machen, sondern ich wollte eigentlich nach oben passen. Aber er hat scheinbar realisiert, okay, ich mache einen Haken und spiele dann. Wollte ich aber gar nicht. Von dem her 2-1 1-1 Hannover. Ausgleich von Ezekiel. Noch ein bisschen offensiver gehen, ruhig. So, Mkhitaryan. Eckball gibt's. Probieren die lange Variante. Marco Reus. Und Saar. Boom. Abgefälscht. Achtung. Konter von Hannover. Über Sorg. Oh, guck mal, Saar kommt gar nicht hinterher. Was ist da denn los? Wir müssen in der Mitte bleiben bei... Ich glaube, Klaus ist das. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt wird Hannover nochmal richtig gut hier jetzt, oder was? Mkhitaryan. Ah, muss den Weg selber gehen. Hat! Oh nein! Der wäre drin gewesen. Der wäre drin gewesen, Alter. Oh. Schmelzer. Ah. Mkhitaryan, ganz stark. Ja! Er macht's mit dem Kopf, warum? Lass mal Jesus bringen, komm. Sorry, Weigelchen, aber du musst leider fertig spielen. Lass mal Jesus bringen. Der hat sein erstes Champions-League-Tor gemacht. Der ist bestimmt richtig heiß drauf. Hier noch ein Tor zu schießen. Schmelzer, was macht der denn da? Schön. Powerkopfball. Werner. Oh. Timo Werner. Im Menschen ist eindeutig zu wenig. Was ist das denn? Was macht der denn da? Ah, Ezekiel. Boah, ist der schnell, Alter. Nee. Ernsthaft, ihr wollt jetzt das Unentschieden schon mitnehmen, oder was? Was ist mit euch denn los? Ginter und Mkhitaryan. Kriegt das Bällchen. Dybala. Oh, braucht so lange, bis er sich umdreht. Viel zu lang. Hab schon Angst gehabt, dass er einschläft. Ezekiel. Was? Und Durm. Und Mkhitaryan. Wichtig, dass der noch durchkommt. Tielemans. Und Dybala, nein! Komm, komm, komm. Wieder ein Last-Minute-Tor in der Bundesliga, oder was? Reus. Wieder Reus. Reus! Werner! Das gibt's doch gar nicht. Reus macht den Eckball. Jesus ist mittlerweile drin. Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Der ist noch nicht weg, der Ball. Hallo? Ja, super. Schön.
Wie einfach keiner mit hingeht. Geil. Ezekiel. Ja, der nimmt natürlich jetzt die Zeit mit, ist klar. Alter. Gucken wir den nochmal nach vorne kriegen. Ich glaub's fast nicht. Guck mal, Reus da unten. Irgendeiner ist verletzt. Weigel hat's erwischt. Reus. Oh. Alter. Durch einen krassen individuellen Fehler holt sich Hannover 96 das 1-1. Oh. Das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Wie ärgerlich. Das sind zwei verlorene Punkte. Zwei verlorene Punkte. Boah, ist das ärgerlich. Ah, aber die Jungs waren fertig, ist klar. Uns fehlen halt echt noch Ersatzspieler. Das ist ganz klar. Uns fehlen Abwehrspieler. Wir brauchen unbedingt noch Abwehrspieler. Zwei Innenverteidiger mindestens. Wir brauchen vorne im Sturm noch irgendeine Abwechslung. Jesus und Dybala sind zwar gut, aber die werden uns nicht die Saison holen. Das wird nicht klappen. Glaube ich. Naja, was soll's. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Achso, warte mal. Ich mache mal gerade Training hier. Aber statt... Na, Ake darf ruhig trainieren, aber statt Zahn... Nee, statt Zahn lassen wir Dingens trainieren. Herr Jesus. Und zwar... Nee, kein El Rondo. Ah, empfohlen. Was haben wir denn da Schönes? Hier, Freischüsse zirkeln, Fernschüsse, Effekt und Präzision. Das ist okay. Aber du simuliert und ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.